Freunde, nach Stunden, verstehst du, nach Stunden, wann habe ich mir heute Morgen den Kaffee gekocht? Da war gegen 10 Uhr. Und jetzt haben wir schon, glaube ich, 17 Uhr nachmittags, verstehst du? Der hat 29 Stunden gepennt, verstehst du? Ehrlich, Halleluja. 30. Ist endlich am Start. Jetzt trinken wir erstmal einen richtigen Zwischenkaffee. Der ist nämlich am Start hier. Guck mal, den habe ich gekocht heute Morgen um 8 Uhr. Guck, also, die ist echt geil. Herrlich. Also, die ist echt richtig geil. Freunde, ja, der Stefan ist mit dabei. Wir haben ja auch schon erzählt, wir fahren auf jeden Fall zu, wir machen beide einen Revisit. Stefan ein Dreijähriges, ich ein knapp Fünfjähriges. Ich bin echt gespannt, was wird in dieser alten Villa, was da am Start ist. Aber jetzt hauen wir uns erstmal den Kaffee rein hier. So. Der Stefan braucht Milch. Also, ja. Du kannst hier entweder, ich habe direkt eine Auswahl, du kannst hier so eine Pulvermilch. Kaffeeweißer, ja, kann ich auch nehmen, das ist wurscht. Guck mal, Jack hat zum Beispiel so eine Holzkiste, auch sehr geil. Ja. Auch so alles Mögliche. Hier haben wir letztes Mal die Pizza-Raps gemacht, ja. Auch sehr geil. Ja. Kommt auf seinem Kanal, könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, Teekanne, Isolierbahn, Becher, Gaskartuschen, Kaffee natürlich am Start. Ja, alles dabei, alles, was man so braucht Bewegung, zum Überleben. Genau. Hier auch Messer noch drin, ja. Gürtel, falls die Hose mal rutscht. Ist nämlich schon ein paar Mal passiert. Ja? Ja, ehrlich. Also nicht mir, weil ich bin ja extrem schlank. Ich brauche das ja eigentlich gar nicht. Aber nee, der Kätzchen und dem noch irgendjemand ist mal passiert. Ich dachte, der Spider-Man, der musste auch mal so einen Gürtel haben. Ja, das ist geil. Die, schon praktisch, die, ne? Ja, die, vor allem man sammelt auch Erfahrungen, ja. So, ne? Was man immer so braucht. Zum Beispiel Schnürbänder. Ich habe schon mal, Schnürbänder sind abgerissen, muss ich mal neue holen. Auf euch jetzt erstmal hier der zweite Zwischenkaffee für mich, der erste für Stefan. Oh, lecker. Der ist schon was anderes als der lösliche von vorhin. Freunde, Daumen hoch. So muss das. Ja. So muss das. Freunde, wir trinken den Kaffee aus, dann machen wir uns auf den Weg zu dem nächsten Abenteuer oder zu dem ersten Abenteuer für heute und wir nehmen euch mit. Bleibt dabei. Es geht gleich los. Wir haben jetzt gerade hier geparkt, wo natürlich ne, die Villa ist, wo wir hin wollten. Und just in dem Moment kommt hier so ein Mannschaftspolizeiwagen angefahren und ich hatte den Kofferraum, der ist sowas von in die Eisen gegangen. Ich habe gerade, der dreht jetzt sofort. Und die sind jetzt hier weitergefahren. Kommt der, oder? Ah, ich weiß nicht, ne, so alten Volvo. Ja. Jetzt haben wir natürlich die Arschkarte, jetzt wissen wir nicht. Wir sind gerade auch zwei so vorbeigelaufen, habt ihr gesehen, so im Vorbeigehen. Und Stein gehabt, dass wir jetzt nicht am Zaun da hinten stehen und, ja, und dann so zack und dann. Ja. Tja, Freunde. Wir müssen da aber rein. Freunde, es geht los. Aber wie schon wieder, ey. Mann! Immer am Zaun entlang, bis das Loch kommt. Wir sind auf dem Gelände drauf. Ein Megatrampelfahrt, ey. Hier sind ja, glaube ich, schon ganze, hier müssen schon ganze Völker hergelaufen sein, so, ne, Stefan? Ey, das ist ja Wahnsinn. Das Gute ist, es ist alles noch ziemlich zugewachsen. Aha. Das Gute, ziemlich. Alter, ist alles zugewachsen, ey. Hier ist auf jeden Fall schon dieses, ja, das große, riesengroße, ja, der Park, der Garten gewesen. Aber die dürfen ja selber hier nicht rauchen. Na doch, wenn Gefallenvollzug ist, dürfen die ja doch, das ist das Problem. Das hört sich gerade so an, Freunde, als sei hier ein Streifen. Komm, wir müssen jetzt hier da. Ne, da ist das Ding. Ja, Alter, ich war völlig desorientiert, weil das so zugewachsen ist. Ja, habe ich hier auch schon gesagt. Guckt euch das an. Wuscheln wir uns hier mal durch, Freunde. Eieieiei. Hier. Da ist er. Wahnsinn, oder? Das war schon ein richtig mächtig großer Pool. Also, schon richtig mächtig groß. Guckt euch mal. Was sind das? 10 Meter? Sind bestimmt 10 Meter mal, also so im, na, 10 Meter mal 10 Meter irgendwie so. Meine Fresse, was ist das zugewachsen? Tour mit rutschfeste Sohlenannahmen, dann kommt man hier auch den Pool wieder rauf.
Einsteigermodell. Ich bin jetzt hier Aussteigermodell. Alter. Ja, kommst du nicht durch? Nee. Warum? Oder? Warte, lass mal gucken. Das ist ja so, als wenn du auf eine Baustelle gehst. Hier hat es aber mächtig gebrannt. Da war noch ein Kamin drin. Ach Freunde, guckt euch das an. Wir zwingen uns durch das Loch, wo ich lese. Hier ist Open Air. Hier der dicke Fahrstuhl, der steht sogar hier oben. Jetzt würde ich erstmal mit euch nach oben in dieses wahnsinnige komische Zimmer, wo die Stahlblendläden drin sind und so. Da will ich jetzt mal gucken, wie das heißt. Jetzt gehen wir erstmal die Treppe nach oben. Ich glaube, wir können eine Warnung geben. Ich glaube, das ist der Quatsch da mit anderen Uhrwechseln. Da ist ein kleines Kind. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Alter. Also freie Fehlalarm. Ey, das ist höchstens 3 oder 4 Jahre alt. Unglaublich. Oh nein, unglaublich. Tja. Alter, Frau Walter.
das sollen die selber wissen. Wie auf der Kirmes hier, verstehst du? Puh, Freunde, wir kriegen hier fast einen Herzinfarkt am Labern. Da sind noch, und da kommt auf einmal so ein junges Mädchen mit einem kleinen Kind hier rein. 3-4 Jahre alt, wie auch immer. Normal ist das alles nicht mehr. Das ist echt nicht mehr normal, aber soll nicht mein Problem sein. Wow, guckt euch das an, Freunde. Mein Gott, nochmal. Was 5 Jahre ausmachen, ne? Ich versuch. Guck da, hier. Hier war die schöne Treppe runter. Das Geländer. Oh, krass. Und hier hinten, genau. Hier waren ja alles die Schränke. Oh, Freunde, mir steckt der Schreck noch so ein bisschen in den Knochen. Weil das war ja nicht so ganz ohne Begründung. Hey, hey, hey. Die Polizei ist ja schon ein paar Mal hierher gefahren. Also, man geht praktisch nur noch durch den Ab runter, ne, ein paar Nummern. Ach ja, genau. Hier ist es, glaube ich, gewesen. Oh, Freunde, riecht das komisch hier. Hier hinten. Hier ist das ominöse Zimmer. Ja. Ist das nicht krass? Dicke Metalltüre hier. Dazu machen. Die gestoßen da unten auch nochmal. Das ist hier mit so. So Metall. Ich bin echt auf eure Kommentare gespannt, was ihr dazu sagt, was hier in diesem Zimmer, warum dies, ob das hier so ein, vielleicht war es noch so ein zusätzlicher Safe Room hier so, ne, aber ich glaube ja nicht. Weil es da diese Metalljalousie und hier die Metalltüre ist schon sehr, sehr, sehr merkwürdig. Man hat hier nicht irgendwo. Nee, warte mal, ein Safe. Hier ist immer noch. Das ist so eine ganze Panzertüre da. Haben sie schon versucht, von oben da dran zu kommen. Bis hier wollen sie schon Löcher reinhauen, um in den Panzerschrank da ranzukommen. Tja. Hat sich dahinter wohl verbirgt, man weiß es nicht. Ja, der, es heißt ja, ehemalige Nazi-Villa, beziehungsweise auch hier, das soll ja auch vielleicht einer von so einem Direktor hier gewohnt haben. Und jetzt hier die. Hier waren so Doppelwaschbecken alles und hier so eine riesenfette Dusche. Ach, das ist so eine Wäscherutsche, da kannst du dreckige Wäsche nach unten packen. Und hier, Freunde, waren diese tollen Schlafzimmer. Ach. Geschlagen und oh, mega. Sieht das nicht mega geil aus? Ja, auf jeden Fall. Oh, kriegst du aber nicht zu. Nee, da ist alles. Und so war das alles hier. Das ist so ein Lies oder was das ist, ne? Ja, so Samt ist das. Und alles. Die Bordennägel. Ja. Wo die Borden drin waren. Ich denke mal, hier waren bestimmt alles voll mit
Glasbauten. Das kann gut sein. Und weißt du, was auch krass ist? Guck mal nach oben. Hier waren überall, die ganzen Decken waren bespannt mit diesem Samt. Decken, Wände, alles war bespannt. Hier waren keine Tapeten drauf. Hier war alles dieses, hier hängt das noch runter. Hier ist Tapete. Und aber da an der Wand siehst du es auch noch. Da hängt noch dieser Samt, der glitzert da so. Das ist unglaublich, ey. Das muss einfach echt. Samt. Das ist Samt. Das ist Seide. Kann sein, dass das Wildseide ist, das kennst du nicht, näht ja unheimlich viel, die wüsste jetzt genau, was das für ja, Material ist. Frauen kennen sich richtig gut damit aus, denke ich. Das kann Wildseide sein, oder? Aber auch richtig teuer bestimmt das Zeug, oder? Und ganz wild. Ja, ganz wild. Freunde, jetzt hier durch den langen Gang. Und jetzt, pass auf, jetzt kommen wir. Hier war ja natürlich auch noch, ne? Hier war doch auch noch so eine Schranktüre, glaube ich, ne? War das nicht auch hier so versteckt, Stefan? Kannst du dich daran erinnern? Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ich meine, hier zu diesem, hier war so eine Schranktür und dann konntest du hier durch und dann kannst du hier, hier ist die richtige, genau. Genau. Hier ist dann die richtige Türe. Hier war dann auch mit Licht, hier auch noch so alte Lichtschalter und auch hier wieder so ein, wer weiß, wozu das wieder genutzt worden ist. Da siehst du das Dach von innen. Ne? Tatsächlich, da war wieder so ein geheimer Raum hier. Siehst du? Ich meine, hier wäre das auch gewesen, wo ich in diesem Schrank, in dieser Schrankwand, diese Türe gefunden habe. Ja, da haben sie ganz, das riecht ganz frisch, Freunde. Also man, das Haus hat schon irgendwie so seine komischen Seiten mit Geheimtüren, Riesengeldschrank, dann da hinten dieses Zimmer mit der Metall-Jalousie und Metalltür davor. Und, also das ist schon krass. Ja. Freunde, aber das nächste Highlight ist ja auch noch unten der andere Schutzraum. Der da gewesen ist oder der da war oder ist, wie auch immer, dann müssen wir jetzt gleich runter in den Keller und ja, gucken wir uns den Bunker, den hauseigenen Schutzraum an. Der hier gewohnt hatte, ist 1933 in der NSDAP eingetreten. Der war ein hohes Tier in der Thyssen-Krupp-Gesellschaft. Ich finde aber leider kein Datum, wann die Villa hier gebaut worden ist. Aber der hat schon eine richtige berufliche Karriere hinter sich. Ja, ich glaube, der war nach 45 oder so, hatten sie doch in Haft genommen. Genau, hier steht ja. Irgendwas, genau, 1945 in Haft genommen. Also das war zu der Zeit, als es damals hier ja, mit den Parteien und mit denen nach dem Krieg und die ganzen Geschichten, da haben sie die ja auch von diesen Parteiangehörigen haben sie die ja auch verhaftet und sowas alles. Ja. Klar. Deswegen, Freunde, also in dieser Villa, da sind ja auch einige,
Und der war zwar in Haft, aber ist dann auch wieder rausgekommen. Ich weiß nicht, ob die Villa jetzt in der Kriegszeit oder kurz danach gebaut worden ist oder davor. Das wissen wir, haben wir nicht rausgefunden. Ist aber, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm. Hauptsache, wir wissen, wer hier gewohnt hat. Und man kann auch im Internet nachlesen, dass hier so manch einer aus der früheren Partei, dem zugehörig war, auch hier in diesem Haus gewesen ist. Und vielleicht deswegen auch diese komischen Räume. Ja. Man weiß nicht, was da alles so... Wir haben sich bestimmt hier öfters mal verabredet, ja, auf ein Bierchen und, ne? Ja, für Gespräche. Ja. Ein Abo-Unternehmen Pannemann war vor Ort, wie gesagt, ganze Arbeit geleistet. So wie wir gehört haben, soll es verkauft worden sein und an wen, keine Ahnung. Oder die wollen es wegreißen. Genau, oben hat man schon die ersten Kernbohrungen gesehen, also... Das wird bald so sein. Ja, Freunde, geht noch runter in den Keller. Wir zeigen euch noch definitiv den, ja, den Safety Room, den anderen Safety Room. Ich weiß nicht mehr. Und hier ist auf jeden Fall auch der Luftschutzraum. Boah, Alter, Alter. Also ich weiß auch, dass wir ganz schnell hier durchgegangen sind, weil das alles verschüttet war. Genau, hier ist nämlich noch dieser Barbereich. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das Jägerstübchen hier. Hier ist diese Jägerstübchen. Oh, das kenne ich gar nicht. Ne? Das habe ich damals gar nicht gesehen. Ich meine, hier hätte noch eine Bar gestanden oder irgendwie sowas. Kann ich mich daran erinnern. Das ist das Jägerstübchen. Ja, Freunde. Also wir machen Schnelldurchlauf. Leute. Alter, scheiße, ich habe meine Maske vor uns vergessen. Alter. Ich will einmal hier zum Pool. In den Pool. Ach du je. Guck da. Als ich das erste Mal hier war, da war, glaube ich, noch Wasser im Pool. Da war Wasser im Pool? Ich meine ja. Also, nee, wo ich vor 3 Jahren war, war kein Wasser im Pool. Und ich kann nicht beschwören, aber ich gucke nach, ich blende das ein. Die Schwimmbad haben wir hier. Wenn du hier in das Wasser reinfällst, ne? Trinkst du nicht. Verreckst so eine Bakterien hier drin sind. Das sag ich dir aber. Da. 6 Grad. Ja, genau. Hier war der Duschbereich. Guck mal, die hält sich nicht lange aus. Ja, hier war Grubenkuschel. Sicherungen drin. Hier auch nochmal so einen schönen Glasschrank. Genau, und hier war doch noch so eine Waschküche oder. Ach, hier ist alles voll Wasser. Wie krank ist das denn? Hier ist alles voll Wasser, Freunde. Hier kommen wir nicht weiter. Mann. Da wollen wir jetzt hier. Hier so. Und hier ist der hauseigene Luftschutz. Safety Room. Oh, ja, eigentlich relativ groß noch, ne? Guck mal, jetzt hier. Alter Schwede. Das war bestimmt so eine, diese Notsprechanlage. Oder war man hier? Hier, Telefon und Kommunikation. Weißt du, wenn du dann hier drin warst, dann konntest du das einschalten hier. Und dann konntest du irgendwie, hier war vielleicht ein Hörer oder so, ich weiß es nicht. Dann konntest du mit draußen sprechen.
Vielleicht war ich noch an die Vorräte drin oder sowas, kann sein. Und da ist nochmal ein Notausstieg. Da, was ist da? Da geht's nach oben, ne? Genau, da ist, die Lüftungs... Genau, der Notausstieg ist da. Okay. Da riecht so richtig fett nach toter Ratte. Okay, dann kriege ich da nicht geschenkt, oder? Ja, ich glaube schon. Tatsächlich. Passt gar nicht mehr rein, ne? Wahrscheinlich. Oder nee, warte mal. Nee, die geht echt zu. Wahnsinn. Das ist verrückt. Das haben wir damals gar nicht ausprobiert. Nee, ist mir jetzt auch gerade in den Sinn gekommen. Aber was das für eine Türe sein kann. Aber die waren wirklich dann nur, wenn irgendwie so ein Krieg gewesen sein sollte. Weil du kannst ja von außen aufmachen. Die war wirklich nur zum Schutz. Also kein, wie so in so einem Panic Room oder so, sondern wirklich... Kalten Krieg dann, ne? Ja. So, ABC-Alarm. Genau, ab in den Keller. So, Freunde, geh immer schön rückwärts und leuchte dir ins Gesicht, wenn du eine Treppe runterläufst. Bist du immer auf der richtigen Seite. Freunde, wir sind raus aus der Villa. Hier hinter uns ist nochmal dieses Mega-Schmuckstückchen. Da ist der Stefan. Let's Urbex, check die Seite aus, immer geil, aber wisst ihr ja selber. Freunde, wir sind jetzt, wir sind durch. Wir hoffen, dass euch dieses vor 5 Jahren und jetzt, ich versuche zwischendurch ein paar Bilder reinzuhauen und so weiter. Verlinke auch nochmal das Video von vor 5 Jahren. Berittene Polizei oder was? Alter. Mit Pferde. Ja, Pferdepolizei. Echt? Da ist der Tor, ne? Ja. Das ist lieber den Weg letztes Mal. Ja, wir gehen den Weg zurück, den wir gekommen sind. Freunde, wir machen jetzt hier Finish. Wir hatten heute schon genug Schock und Schwere und hast du nicht gesehen. Wir sehen uns draußen wieder im Auto, Freunde. Schaltet noch nicht ab, lasst aber ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt manchen auch, den Stefan auch. Lasst ein Like da, aktiviert die Glocken. Alles umsonst und kostet nichts. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Hoido! Ja, Freunde, wir sind raus aus dem Los Blaes, aus der Villa des Schreckens. Wir gönnen uns jetzt mal was Kühles zu trinken. Wir waren gerade in einem Rewe einkaufen. Freunde, das war so warm da drin, du musstest raus, um dich zu erfrischen, obwohl hier draußen, weiß ich, auch noch 25 Grad sind. Alter, Verwalter. Ich bin schon rausgerannt. Ja, das konnte ich nicht mehr aushalten. Boah, ich glaube, die Klimaanlage ist kaputt. Ja, 100 Pro, irgendwie sowas. Freunde, es gibt jetzt nach dem Los Blaes nichts zu essen, beziehungsweise nicht jetzt. Wenn ihr sehen wollt, werden wir uns richtig reinpfeifen gleich. Wir werden gleich den Hobokocher auspacken, wir werden eine schöne Suppe machen und da liegen da Mettwürstchen, Bockwürstchen, da ist Cowboy-Brot-Baguette drin. Ja, Freunde, das ist, wisst ihr, was gut ist? Wenn man jetzt hier so filmt und es laufen Leute durch ein Bild, die haben alle eine Maske auf, brauchst du nicht mehr zu verpixeln. Moin. Los? Ja, wir filmen. Achtung, Kamera. Vorsicht, Kamera. Vorsicht, Falle.
Ah, das ist schon herrlich, wenn du so ein Ding ist. Obwohl die ist so klein, die Gruppe, verstehst du, aber trotzdem gucken die Leute noch. Ja. Schönes Wochenende. Von die bösen Blinke. Ja, ja, aber sie, boah. Ja, es war so nett. Ja. Nee, Freunde, jetzt pass auf. Wir werden auf jeden Fall in dem nächsten Video ein richtig schönes Militärgelände uns reinziehen. Da werden wir dann den Bobo-Kocher anschmeißen. Da werden wir dann auf jeden Fall uns ein bisschen was kochen und so. Es wird dunkel jetzt gleich. Freunde, Video dürftet ihr nicht verpassen. Es wird richtig saugeil. In diesem Sinne, Abo, Glocke, Daumen, alles, was ihr geben wollt, gibt her damit. Kommentare. Stefan von Let's Urbex auf jeden Fall besuchen, den Kanal. Und ja, bleibt dabei. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens im nächsten Video, Freunde. Haut rein.